Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Star Sand. In der Early Access Version, die jetzt released ist, also ich nenne es auch oft dann Release Version. Aber jetzt machen wir mal was anderes als Gameplay. Es kommt ein kurzes Video. So kurz voller Info und Urlaub und wie natürlich immer. Und es geht um die Lehmbauwerke. Ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, wo kriege ich diese scheiß Lehmbauwerke her? Hab zuerst die Hoffnung noch gehabt, dass sie in der Pyramide sind. Nö, nada. Da kommst du sowieso nicht wirklich weit in der Pyramide, ohne die Artefakte, die man wiederum suchen muss. Habe ich aber erst eins, das kommt dann wieder in Gameplay-Pade. Jetzt geht's mal los mit, wo kriege ich die Lehmbauten her? Warum sind die wichtig? Sie, weiß nicht, sind einfach cooler meiner Meinung nach, weil sie stabiler sind. Sie halten den Stürmen stand, man muss sie nicht ständig reparieren. Die Teile hier kriegen da und Damage rein. Und ja, kann ja nur cool sein. Reden tue ich hier im Endeffekt von den hier. Lehmwände, das weiß ich jetzt nicht, das ist das Steinmetall, was immer das dann wird. Ich glaube hier Beton oder irgend sowas, keine Ahnung. Kann ich doch nicht, aber die Lehmdinge halten schon stand, das ist schon mal gut. Haben wir einen Lehmziegel. Dornenfalle ist auch jetzt mittlerweile da. Holzdornen können wir jetzt bauen, wenn das Spiel abstürzt, ist auch schon mal ein Fortschritt. Ja. Wo kriegt man das her? Also ich kann es euch noch nicht zeigen auf der Map. Ich bin jetzt hier, dann war ich hier und dann bin ich nach oben gerannt und hier ist eine Stadt oder so. Da kann man dann die Gebäude untersuchen. Wir schauen uns das natürlich an und deswegen gucken wir da jetzt hin. Wir werden das aufmachen. Hast du Hunger? Nö. Dann, wenn du keinen Hunger hast, können wir schon los. So, ihr müsst von der zweiten Base weg, da nach oben. Das wäre, weil die eine hier wäre die Richtung. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Ihr seht es jetzt da, es ist aber nicht schwer. Hier sind Berge an der Wand, ihr steht es dann an. Also ihr könnt es dann eigentlich nicht falsch laufen mehr. Das geht ja nicht, das ist Wasser, habe ich vergessen. Ja, Hase ist so. So, von der zweiten Oase hier weg, gehen wir mal darüber. Rennt mal einfach mal Richtung Wand. Wenn man dort ist, da kommt irgendwann mal so eine kleine Ruine, da könnt ihr reingehen, gibt es wieder ein Rezept und eine Lootkiste und einen Schockeffekt, den ihr damals, glaube ich, gesehen habt bei mir denn. In der Erkundung, was ist in der Mitte in dem Part, wenn nicht, schaut es euch an. Da habe ich aber einen Herzinfarkt gekriegt, mein Kamel hat sich angeschissen. Aber gut, okay, das hätte es vielleicht auch so gemacht, bin ich mir aber nicht sicher. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, da ist sie, da ist eine kleine, ich hoffe, dass das jetzt ist, ich kriege nicht gerade eine neue entdeckt. Ja, das soll passen. Moment, ich muss so kurz. Ich habe wieder so viel Rüstung schon mit. Den Hut nehmen. Der Hut hat mehr Sunresi, aber es reicht anscheinend nicht. Also hier drin findet es wieder Kiste und ein paar kleine Sachen. Vielleicht glaube da war noch so Schriftrollen drin. Bin mir jetzt nicht sicher, weil das habe ich schon vor längerer Zeit gemacht. Die Schriftrollen respawnen ja logischerweise auch nicht. Somit kann ich jetzt nachschauen, der Brunnen ist auch da, den habe ich noch nicht gebaut, den brauche ich dann nachher. In der Other Base, die, tada, hier entstehen wird, jetzt wo ich leben kann, wird sie auch bald entstehen. Ihr seht, das sind schon die Berge, da kann man nicht drauf, das ist schon das Ende dann praktisch von der Map. Das heißt, wir sind jetzt irgendwo hier, vermutlich mal, also das ist nicht so. Ja, irgendwo hier, da ist die Map. Hier rauf müsst ihr. Das heißt, wir rennen da vorbei. Ich habe auch einen Marker mit, also ich kann euch das dann per Marker auch demonstrieren. Ich hatte nur beim letzten Mal, wie ich da war, keinen Marker mit. Das war so klar, oder? Gut, an der Ruine, wie gesagt, der findet drin lauter Blut, aber sonst in einem Schriftrollen jetzt nichts sonderlich. Ja, ich weiß nicht mehr was, die respawnen ja nicht klarerweise. Wie gesagt, und ja, an der müsst ihr vorbei. Dann eigentlich einfach da entlang. Ich habe den Party unterbrochen, weil vorher bin ich da ein bisschen in den Base rumgestanden, jetzt hier auch. Ich habe ein Safe Game jetzt geladen. Und da sind hier diese Würmer kommen zum ersten Mal. Vier am Stück, die habe ich nicht überlebt. Deswegen laufe ich jetzt. Die werden dann gleich aufkreuzen. Die werden mich verfolgen. Aber ich bin hoffentlich schneller. So, also wir gurken hier weiter. Ihr seht, da ist der Rand der Map. Sollte das sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sehen wir gleich mal den Mark aufstellen. Hier ist der Berg in der Mitte, wo auf der anderen Seite das Dings der Bumster ist.
das Würfeln. Und hier rennt sie eigentlich nur mehr gerade weiter. Ihr kommt dann am Ende zu einer Stadt. Zerstörte, verlassene Gebäude einer längst vergangenen Zivilisation. Nur um ein bisschen Dramatik reinzubringen. Und dort habt ihr dann im Endeffekt, geht ihr zu irgendeinem Gebäude hin. Und das Gebäude wird im Endeffekt angezeigt zum Untersuchen. Wenn ihr das untersucht, kriegt ihr im Baumenü neue Einträge. Und die im Endeffekt sind dann eben die Lehmteile. Es kann alles schon was bringen. Auf die Berge übrigens war ich noch nicht rum. Ich weiß auch nicht, ob man darauf kann. Werden wir mal testen. Dort noch ein bisschen. Letztes Mal, als ich da gelaufen bin, war es Nacht. Ich hoffe, dass sich die Monsterlein noch ein bisschen Zeit lassen, die Würmchen. Dass ich euch das schön zeigen kann. Ich weiß auch nicht, man kann auch mit diesen Kaktusse da nicht wirklich was anfangen. Also ich habe mal was heißt, überlegt, ob ich mit dir was tun kann. Bin beim Erkundungspart mal abgestiegen. Aber konnte mit dir eigentlich nichts anfangen. Evolutionsmodell haben sie, dagegen laufen kann man. Aber auf mehr, glaube ich, geht mir die Dinger nicht. Können nochmal kurz schauen. Auch wenn es jetzt zeitlich eh knapp ist, zwecks die Viecher. Nö. Nö. Nee, macht nichts. Also nee. Ich kann mal nichts anfangen. Wir werden sie auf dem Weg rechts fahren, also jetzt rechts von mir. Oh, Hyänen. Die habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Da werde ich rechts aber auch Schwefel finden. Laufen wir mal vorbei. Wollen ja jetzt was anderes machen, wir sind nur. Ein kurzer Herzeigepart und es ruckt schon, das heißt so viel wie wir finden Structures. Mehr als eine. Das lässt sich zu rucken. So, hier hinten habt ihr es. Dieses große Steingebilde da, das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht die Gebäude. Ich weiß auch nicht, ob da drin etwas ist, ob man da was machen kann. Oder ob das jetzt einfach nur Zierde ist, das kann ich euch nicht genau sagen. Aber die kleinen Gebäude davor, mit die könnt ihr was machen. Sind wir gleich. Ein paar von den Gebäuden habe ich gesucht, da drin war nichts. Auch das da hinten am Berg um. Da ist irgendwie, ich weiß nicht, noch nicht fertig, kommt da noch was rein, weiß nicht, keine Ahnung. WWI, aber ihr könnt hier reinlaufen. Und die Gebäude hier vor euch sind schon eigentlich das, was ihr braucht. Hier. Ich bin dann letztes Mal einfach nur zu irgendeinem Gebäude gegangen und das da habe ich genommen, glaube ich. Und man konnte das einfach untersuchen mit R. Und schon kann man leben. Tatala. Wie gesagt, ich finde das wichtig, deswegen mache ich einen Guide dazu, weil das ganze Stürmen standhält. Hier, da gehst her, drückst R, umbleiben und dann geht's schon. Wie gesagt, Kisten gibt's auch. Oh, da ist noch was drin. So, und bevor jetzt die ganzen Viecher kommen und mich fressen, zeige ich euch noch geschwind den Marker. Hier, das ist auf der Map, hier oben, die Ruine. Und jetzt mache ich mich schnell am Rückweg, weil die vier Viecher, was vorkommen sind, die mögen mich wirklich nicht. Ich hoffe, dass ich das jetzt heimschaffe, ohne dass mich da irgendwas frisst. Aber wie gesagt, hier lernt ihr leben. So, jetzt schnell am Rückweg. Eigentlich könnte ich auf den Dromedar reiten und mit Pfeilen schießen, aber ich habe auch nicht genug Pfeile mit. Da müsste fast jeder Schuss sitzen, bei vier Stück, das wird nichts bei meinem Aim. Gut, aber ihr seht es da hinten. Hier bekommt ihr die... Hier bekommt ihr die Bauvorlagen, wie man es heißt, für Lehm, Gebäude, Teile, alles mögliche und somit mache ich mich am Heimweg, verabschiede mich, hoffe, dass ich bis heim schaffe, die Viecher kill, ansonsten dann, ja, Abo, Like, Comment nicht vergessen, dranbleiben, dann seht ihr, wie es weitergeht mit der Story, wo wir noch Artefakte herkriegen, wir werden das Schwert irgendwo herkriegen, wir werden es herkriegen, auch wenn ich noch nicht weiß wo, aber wir werden es bekommen, so ist es ja nicht, weil bei den Waffen hier, das fehlt mir noch.
Ich meine, ich könnte auch so eine Bombe bauen. Mal schauen, ob ich die Viecher in die Luft jagen kann. Das Problem ist halt nur, je nachdem wie die Wurfmechanik ist, glaube ich, sprengt mich mehr selbst als die Viecher. Und von daher wird es jetzt ein bisschen schwierig werden. Das hinkriegst du aus dem Stein. Metall! So, wo sind jetzt die Würmchen? War jetzt relativ mutig. Aber gut, okay. Verabschiedet habe ich mich schon. Ich habe über die Angewohnheit trotzdem weiter zu zocken, weil es einfach geil ist in die Games. Werde ich jetzt aber nicht ewig weitermachen, weil sonst haben wir das Ende nie. Ist jetzt da wieder, da ist Leben. Gut, bis zum nächsten Mal und ciao.